Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Allesmachers. Heute mit einem Atmos-Video, wo ich auf eine Frage aus den Kommentaren eingehe. Und zwar ist die Frage wie folgt: Wie man es hinbekommt oder wie man es schafft, dass die Puffer warm werden, bevor das Heizungssystem warm wird. Dazu einmal dazu gesagt, die Heizung läuft ganz normal, ganz üblich, ist alles wie wir es kennen. Also ist jetzt nichts besonders irgendwie verändert oder irgendwas Außergewöhnliches. Wir haben eine Temperatur im Abgas von 170, 180 Grad sowas. Ja, 170 würde ich eher schätzen. Genau, wir haben es jetzt im Moment draußen auch nicht ganz so warm, wir haben aber auch nicht ganz so kalt. Wir haben 8,5 Grad, ich zeige es einmal näher. Der Vorlauf soll 38,5 haben, er hat auch 38,5. Genau. Wir haben alles ganz klar. Deswegen haben wir hier in unserem Vorlauf-Rücklauf-Pumpsystem ein kleines Ventil hier vorne. Da hatte ich damals beim Einbau auch den Fehler gemacht. Es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal, bei mir ist das die Seite, Moment, ich zeige es euch, einmal die Seite B und die Seite A. Das Wichtige ist, bei mir ist es auf Seite B eingestellt, vom Heizungssystem her. Man kann hier den Knüppel auch ganz einfach rausziehen. Ich zeige es euch. Das ist jetzt nicht so. Jetzt ist aber das Interessante, wenn wir das auf A stellen und wieder reinschieben, was ja auch geht, das kann man beim Zusammenbau auch falsch machen. Denkt man ja logischerweise, hier vorne ist zu und hier ist auf. Das heißt, wir können den reindrücken, dann können wir das per Hand auch steuern. Normalerweise wird dieses kleine Gerät von diesem hier gesteuert, dass es mehr Heizungswasser, also mehr heißes Wasser von der Heizung reinlässt, oder auch, dass es dann eben weniger heißes Wasser reinlässt, damit es in die Puffer fließt. Genau. Wir können es aber auch von Hand machen. Bei mir war damals der Fehler, ich hatte es auf A gestellt und habe mir gedacht, ja, wenn ich es jetzt ganz aufdrehe, ist hier ganz auf. Dann kommt hier ganz viel Heizenergie in den Heizkreislauf. So, das war bei mir der Fehler, weil für die, die jetzt aufgepasst haben, haben es schon gesehen, die sind spiegelverkehrt. Wenn ich es hier so weit drehe, dass ich hier bin, also bei komplett auf, bin ich auf der B-Seite, ich zeige es euch einmal, bei fast zu, oder bei zu eigentlich. Muss man wissen, damit kann man schon mal einen kleinen Fehler vermeiden, wenn das Heizsystem nicht warm wird, beziehungsweise wenn nur das Heizsystem warm wird, aber die Puffer nicht. Weil wenn man dann hier per Handbetrieb hat und sagt, ja, ich will es voll aufhaben, dann können dabei Steuerfehler entstehen einfach. Jetzt steht es ja wieder auf der B-Seite. Genau, wir können hier einfach mal ein kleiner Trick für diejenigen, die das Problem haben, dass die Puffer nicht warm werden, einfach mal hier wirklich reindrücken. Ist ein ganz klein bisschen schwergängig, lasst euch davon nicht abschrecken, und mal komplett aufdrehen. Wenn ihr es komplett aufgedreht habt, bis ganz nach hinten, seht ihr eigentlich, wie die Temperatur, jetzt steigt die Temperatur im Heizkreislauf. Ihr seht es hier, ich zeige es einmal, es dauert halt auch ein paar Sekündchen, aber ihr seht schon, jetzt steigt er über 40, der steigt jetzt immer weiter hoch, jetzt ist er schon da, der steigt langsam, aber kontinuierlich. Der würde jetzt hochgehen bis 60 Grad sowas, weil die Puffer momentan 60 Grad haben, beziehungsweise das die generelle Hitzereserve ist. So, das möchten wir aber ja nicht, deswegen drehe ich es wieder so, wie es war. Wenn ihr nicht die Hitze in den Heizkreislauf leiten möchtet, sondern lieber in die Puffer, gibt es den ganz einfachen Trick, ihr nehmt das raus, dreht es rum auf A, weil bei A habe ich die Erfahrung gemacht, steuert das kleine Kästchen hier vorne nicht mehr richtig an. Das heißt, ihr habt im Endeffekt wie Handbetrieb sowas. Dreht den einfach mal komplett zu und setzt damit dieses kleine Gerät. Wenn ihr leise seid, hört ihr auch dieses, ich versuche es mal euch zu zeigen, dieses Klacken. Habt ihr es gehört? Wenn ihr ganz leise, da war es wieder. Genau, dann könnt ihr es hiermit einfach halten. Jetzt, die Temperatur ist immer noch da,
fängt jetzt gleich aber auch wieder an zu sinken. Das dauert jetzt, weil es jetzt halt einmal heiß wurde. Abkühlen ist immer ein bisschen langwieriger. Geht aber auch. Und jetzt geht im Endeffekt aber die Heizenergie nicht mehr der Einstellung gar nicht mehr in den Heizkreislauf, den wir haben, sondern es geht aus der Heizung direkt in die Puffer. Ist einfach mal so ein kleiner Test für euch, damit ihr sehen könnt, wie effektiv ihr heizt, ähnliches, weil es kann auch sehr gut möglich sein, dass ihr, ich mache es bei mir wieder richtig, bei mir war ja ungefähr die Einstellung, die B-Seite war oben. Mit dem kleinen Rädchen könnt ihr da sehr viel manipulieren und einstellen und einfach herausfinden, testen, ein bisschen experimentieren. Genau, das wäre eine Möglichkeit, warum die Puffer nicht warm werden, beziehungsweise einfach mal um zu schauen, ob die Einstellung vielleicht falsch ist, damit die Puffer außen vor gehalten wurden bisher und es nur in den Heizkreis ging, kann natürlich auch sein. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, es kann auch sein, dass ihr hier komplett aufgedreht habt und dieser schwarze Pünöppel einfach festhängt, dass der kleine PC hier, der hier drin ist, der kleine Chip, das gar nicht richtig ansteuern kann. Dann geht die ganze Energie immer nur ins Heizsystem und ja, ihr verschenkt im Endeffekt Geld, weil ihr Wärme verschenkt. Genau, das wäre so das, was für mich am einleuchtendsten wäre. Genau, es gibt noch die Möglichkeit zum Testen einfach, wenn ihr hier vorne auf dem kleinen Gerätchen sehen wir jetzt ja, der Vorlauf hat 43 Grad, er soll aber nur 38 haben, deswegen schaltet der jetzt auch wieder runter. Das ist jetzt gerade gewesen, weil ich ja hier hochgegangen bin. Hier sehen wir jetzt schon, der geht wieder runter. Eben war er bei 60, jetzt ist er schon wieder bei 40. Der pendelt sich jetzt ein. Hier bei dem kleinen Gerät gibt es auch die Möglichkeit, ihr könnt auf, hier vorne ist Einstellungen, ich zeige es euch einmal, Einstellungen, dann geht ihr einfach runter, Einstellungen, okay, und dann könnt ihr die minimale Vorlauftemperatur auch anpassen, damit bekommt ihr eine höhere Hitze in eurem Heizkreislauf. Das ist auch einfach mal zum Austesten, ein bisschen dran rumspielen, da ein bisschen kennenlernen, würde ich euch da empfehlen. Wenn ihr möchtet, mache ich dazu gerne mal ein separates Video, weil das ist schon mit den ganzen Einstellungen, mit den Programmen, die da drin sind, mit den Dingen, die man da machen kann, das wird ein etwas längeres Video werden oder vielleicht auch ein kleiner Teil, eine kleine Serie könnte ich mir drunter vorstellen. Genau, was ist aber noch eine Möglichkeit? Es ist auch einfach die Möglichkeit möglich, die hatte ich tatsächlich auch ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu heizen, habe ich ausschließlich Fichte verbrannt. Fichtenholz, das ist nach 2 Stunden weggebrannt oder 3 Stunden, wenn ich den Atmos richtig voll hatte und Glück hatte, ist er nach 3 Stunden, ist die Fichte weg gewesen und die Hitze war natürlich da, ging aber auch wieder genauso schnell. Dann kam, man legt ja nachts nicht alle 3 Stunden nach, also die wenigsten tun das. Dadurch ist einfach der Fall gewesen, dass es nachts abgesackt ist und dass ich im Endeffekt morgens 20 Grad, 18 Grad warmen Vorlauf hatte, was natürlich ein totaler Driss ist, damit kann man nichts reißen. Deswegen würde ich da euch auch nochmal empfehlen, auf die Brennstoffe zu achten, weil die Brennstoffe da schon einen großen Unterschied machen. Das ist bei mir jetzt auch der Grund mit den Briketts, einfach weil sie eine höhere Dichte haben und weil mehr Energie drin steckt und weil sie eben wesentlich länger brennen. Genauso gut ist aber natürlich auch Hartholz in der Verbrennung. Fichte kann man natürlich auch super verbrennen, muss man nur halt sich bewusst machen, wenn man es nach 2 Stunden nicht nachlegt, geht der Atmos, also der Scheitholzkessel, aus. Und dann muss man wieder komplett neu anfachen. Und da verliert man auch jedes Mal eine gute Stunde Heizenergie. Wegen dem Anfachen, wegen dem komplett Ausgehen, also mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar noch mehr. Und da kann es natürlich auch sein, dass einfach gar nicht genug Hitze produziert wird, damit der Heizungskreislauf gesättigt ist, also zufrieden ist, und es danach dann in die Puffer reingehen kann. Genau, diese 2 Möglichkeiten sind für mich jetzt die einleuchtendsten. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video helfen. Es war verständlich und genau, lasst gerne ein Abo da. Ein Like würde ich mich super drüber freuen. Euer Allesmacher und ich sage bis zum nächsten Mal.